Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Beim letzten Mal haben wir ja den ersten Gang, also die ersten Folterkammern erkundet und sind dann in diesen Raum hier geflüchtet, der uns zumindest ziemlich sicher erschien. Ich meine, hier haben wir auch eine Wunderlampe. Vorhin in der Probeaufnahme habe ich auch festgestellt, dass das hier alles gar nicht so hinhaut. Da fällt nichts rein. Ja, das waren Kamis kleine Freuden im Alltag. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Wendeltreppe hinab. Okay. Nicht so laut, bitte, mein Lieber, nicht so laut. Und gehen einfach mal raus. Würde ich sagen, also raus, das heißt, was heißt raus? Es heißt rein in den nächsten Gang, also zum Hauptschiff. So, da haben wir es doch. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr, als sein Verstand ertragen konnte. Gut. Interessant, interessant, interessant. Das lädt aber ganz schön lange. Ich hoffe, das hat sich nicht aufgehangen. Nein, hat sich nicht. Ich bin gerade etwas technikmisstrauisch quasi, weil ich nämlich eben schon die absoluten Probleme damit hatte. So. Es ging gerade nicht weiter, weil ich den Kater rauslassen musste, der in der Probeaufnahme eben so lange gekratzt hat, bis er rein konnte. Verrückte Welt, würde ich sagen, verrückte Welt. Okay. Hier waren wir ja schon. Da weiß ich immer noch nicht, ob wir da reinfallen. Ich würde gerne mal einen Stein reinschmeißen. Okay. Das gefällt mir aber gar nicht. Wir gehen einfach mal weiter und tun, als hätten wir nichts gesehen. Tschup, tschup. Ah, Julian. You seem to have found all the ore pieces used in the transfer. Go to the choir and find the rest. Zum Altar und ich soll die restlichen finden. Ich möchte aber gerne hier erst noch reingehen, bevor ich weiter gucke. Oder komme ich hier zum Altar? Oh Gott, ich renne hier mit Licht rum als, ja, wäre hier nichts, was auf mich lauert. Super. Ja. Niemand hat gesagt, dass Kamis intelligent sind. So, da haben wir. Okay. Wäre eine Kerze zum Anzünden? Ja. Zünden wir die einfach mal an, damit es uns gleich besser geht. Na, was haben wir? Haben wir hier wieder so ein Denkeding? So ein Erinnerungsteil? Zünderbüchse. So. Und hier unten ist nichts. Na, dann würde ich sagen, begeben wir uns erstmal mit dem Zettelchen in Richtung Wahrheitsfindung. Agrippa beeinflusst Weyer. Weyer verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an. Und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Weyer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus seiner Verbannung zu befreien. Ich muss ihm aber zuerst Agrippa geben, damit er auch helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Weyer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreichte. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbaren Boden zu sein.
Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen, gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es so richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des Wasserbewohners Kerng. Wasser? Da unten? Brunnen? Viech? Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Uhu. So, so. So ist das also. Dann haben wir hier noch das. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig dasitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder in Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Also so der lebensfrohe Mensch scheint er ja auch nicht zu sein, ne? Unser gutster Alexander. Aber was anderes behauptet dieses Haus ja auch eigentlich nicht, dieses Schloss. Oh, wir kommen hier zum Altarraum. Dann werden wir da auch einfach mal flugs reingehen. Dam-dam. Ja, den Text kennen wir ja auch schon. Das ist der gleiche von eben. Aber diesmal geht der Ladebildschirm auch schneller vorbei. Und jetzt habe ich mich gerade erschrocken, als der Bildschirm schwarz wurde und ich mich selbst drin gespiegelt habe. Scheine schon ein erschreckender Anblick zu sein. Ja, so eine Kami, das ist schon ein furchteinflößendes Ding. Wir machen mal die Tür zu. Und gucken uns ein wenig um. Das ist ein Eimer. Wunderschick. Haben wir denn hier noch so? Naja, wenigstens ist der beleuchtet. Das ist doch schon mal ein Anfang. Da haben wir wieder ein paar Folter-Sachen-Dinger. Hier unten ist nichts. Das Zellchen habe ich sehr wohl bemerkt. Möchte aber erstmal gucken, ob wir noch was anderes finden. Nö, scheinbar nicht. Na, dann nehmen wir doch einfach den Zettel. 15. August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons. And its cry disarms my actions. Ach du Gott. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Ich will. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Pick the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Ah, ich hab's nicht getan, oh Gott. Please, I didn't do anything. Pick the man. The lines, pick the man, cut the lines. Oh Gott, nein, ich will nicht. Leave the man cries. Ah, ah, now you sleep. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more. Withdraw your shadow from my domain. Mein Gott. Oh nein, ich will das nicht. Oh Gott, scheiße. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes.
Gott, jetzt wird's aber wieder heavy. Was ist das? Ach, das sind die Dings. Einmal Teer? Okay, die sind ja hübsch. Ja. Scheiße. Scheiße. Oh Gott, ich bin ein bisschen... Nein. Oh, das war bloß Licht. Wie kommt ihr denn auf einmal dahin? Scheiße. Denkt ihr noch einer? Die hingen aber vorher nicht schon da, oder? Ich will weg hier. Oh, ist das alles... Ich da bitte rankommen. So. Oh mein Gott. Wie krank. Wie krank. Wie krank. Ist hier irgendwo eine Kugel? Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Das ist doch krank. Warum nur? Warum nur? Warum nur? Okay. Altarraum, Haupthalle. Pam, 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 pam. Wie abscheulich, dachte er, gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Okay? Warum ist denn das hier immer so rot? What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours. Ich hock mich hier bis vorbei. You only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Oh Gott. Wo soll ich denn hier lang? Was ist das? Oh Mann! Und hier soll ich jetzt die Bruchstücke suchen oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Und überall. Warum sind denn hier Bäume? Gottes Willen. Okay, ich würde sagen, wir laufen einfach mal immer straight die Linien ab. Das erscheint mir sinnig. Wenn wir irgendwas suchen. Also zumindest Themen müssen wir ja haben. Eigentlich sind die Blätter hübsch. Oder? Was? Was wackelt denn hier so? Achso, wir krauchen ja schon. Okay. Ich scheine überall Bäume zu sein. Da drin. Ich geht. Oh Mann. Oh.